Map Nummer 2 zwischen Virtus Pro und Astralis. Und ihr habt ihn schon gesehen an meiner Seite, Venom. Die Ratsche gehört dir. Das ist okay. Du bist so lieb. Ich mach für dich ja, ich mach alles. Das jetzt für dich. Ja, Mann. Du musst das nicht für mich machen. Ich ja das, ne? Egal. Was ich für dich mache, ist die Quoten einzublenden. Und zwar 1,6 und 2,3. Virtus Pro ist tatsächlich ein Favorit jetzt. Das ist Wahnsinn. Ja, tatsächlich muss man es auch sagen. Virtus Pro heute unfassbar stark unterwegs. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Astralis hat jetzt vor allen Dingen auch das große Nachsehen, dass sie auf der Terrorseite von D-Train starten. Bedeutet für sie, diese Pistole sollte man am liebsten mitnehmen, sonst wird es sehr, sehr schwer. Jame kann keinen einzigen Frag machen. Von daher beste Ausgangslage, dass Astralis die Runde sichern kann. Ja, Jame, da kommt er nicht mehr weg. Da muss er jetzt auf jeden Fall gucken, vielleicht nochmal durch Glück einen mitzunehmen. Aber sie pushen ihn natürlich nicht. Sie haben nichts davon, ihn zu pushen. Jame muss aktiv werden. Astralis mit dem Plant und die Runde sieht bisher ganz gut aus für die Dänen. Ja, sie müssen jetzt irgendwie den Bereich halt eröffnen. Und das ist ganz wichtig, dass Sipex jetzt hier fällt. Sonst hat nämlich das Team von Virtus Pro sehr, sehr Schwierigkeiten. Aber Magist auf der Suche, kriegt den Frag nicht gemacht. Trotzdem noch Shots da für Astralis. Das reicht. Schöne Headshots, auch einfach viel zu viel Druck. Jetzt ist es nur noch Buster. Er hat den Schalldämpfer abgeschraubt für den maximalen Disrespect. Das reicht aber nicht. 1:0 für Astralis. Ja, Virtus Pro hat tatsächlich die erste Karte gewonnen. Und zwar Overpass ist auf das Konto von Virtus Pro gegangen. Das heißt, sie stehen hier gerade mit 1:0 gegen Astralis in Führung. Tatsächlich wäre es auch eine interessante Statistik. Sollte dieses Spiel hier auf eine dritte Karte gehen, ist es das erste 2:1, was René jemals hier bei der IEM Katowice castet. Das stimmt. Seit dem allerersten Spiel, sogar inklusive Play-Ins, habe ich nur 2:0s gehabt seit über 2 Wochen. Und ja, es wäre echt mal wieder schön, ein 2-1 so ein knappes Match zu haben. Aber ja, so ist es halt. Es gab ja 2-1 bei der IEM. Ich habe sie nur nicht gecastet. Tatsächlich, ja. Sipex 0-0-0-0. Doch, ist richtig, ja. Ja, wenn man so 0-0-0 sagt, ist es manchmal, habe ich das Gefühl, sind das jetzt 3 oder 4 gewesen. Aber ja, es waren 4. Ich musste nachzählen. Wird alt. Da ist es wieder. Da ist es wieder. Bin gespannt, was deine Midlife-Crisis kommt und was du dann machst. Junge. Was dann passiert? Borat-Anzug auf der Autobahn. So, Desert Eagle, 3 Stück am Start, eine 5-7. Man möchte auf nahe Distanz gehen, aber Jekinda wird erstmal bestraft. Und das bedeutet natürlich für Sanji jetzt eine sehr, sehr wichtige Rolle zu spielen. Aber es ist super schwer. Also da musst du wirklich gute Shots setzen jetzt. Ja, Jame zieht sich da zurück, hat aber natürlich seine Scout. Und die ist immer wieder sehr entscheidend, ist eine Waffe, die absolut viable ist in so einer zweiten Runde und viel machen kann, wenn sie in den Händen eines guten Spielers liegt. Also da gibt es so ein paar Kandidaten, aus deutscher Sicht natürlich Syrson, der ganz viel mit diesem Gerät kann. True Story, ja. Syrson und Scout, einfach wirklich eine bessere Love Story als Twilight. Aber abwarten und Tee trinken. 25 Sekunden noch auf der Uhr, also Astralis lässt sich sehr viel Zeit. Jay mit dem ersten Frag. Ja, Jay macht weiter. Nochmal ein Anschuss gegen Glaive und er holt sich quicker das Ganze mit Buster zusammen. Device und Magisk im 2 gegen 3 noch 15 Sekunden und die Zeit wird, glaube ich, ein großes Problem für Astralis. Ja, aber Magisk hat jetzt nochmal ein sehr gutes Timing erwischt. 2 Stück rausgenommen, 7 Sekunden noch auf der Uhr. Schafft man es, die Bombe überhaupt noch zum Spot zu tragen? Man schafft es. Device kriegt den Plant nochmal durchgesetzt. Das heißt, für Buster hier eine 1 gegen 2 Situation zu erspielen. Problem ist, er hat zu lange gebraucht und dann stellt man sich natürlich auf diese ganzen Bereiche ein. Boah, und den. Ja, es ist super weit weg. Also ich will nicht sagen, den muss er haben, aber es wäre möglich gewesen, ihn zu haben. Jetzt ist es halt doch das 1 gegen 2 und man weiß ganz genau, wo sich Buster befindet. Ja, und Buster muss jetzt natürlich irgendwie finden. Das Problem ist, einer steht im Z, sehr passiv gestellt, der andere Richtung Terrormitte. Eigentlich musst du instant auf diesen Diffuse gehen, anders kannst du es überhaupt gar nicht mehr spielen. Und selbst dann ist die Ausgangslage eigentlich aussichtslos, ja. Also 2:0, meine Damen und Herren. Schade drum, der Anfang sah Gesundheit sah sehr, sehr gut aus für Virtus Pro, vor allem mit diesen 2 Frags, die wir gleich von Buster und Pickard vielleicht nochmal sehen. Trotzdem hat es nicht gereicht und Astralis geht hier, genau die 2 meine ich, und Astralis geht hier in Richtung 3-0 zum Start auf Train und das ist doppelt gut, denn sie starten eben auch auf der T-Seite, auf der statistisch schwächeren. Einfach nur gut gespielt, Magisk, wie er da wirklich diesen Raum nochmal für sich erschlossen hat, das war ganz, 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 ganz wichtig. Und dementsprechend blicken wir hinein in die dritte. Glaive mit der AK-47 und da sitzen schon mal die Shots. Ja, Headshot Nummer 1 gegen Sanji, Quickert noch mit 2 HP. Oh, das macht er sehr gut. Wichtiger Shot, nochmal ein bisschen Schaden machen. Buster und Jame, beide nur mit der USP. Noch ein Frag wäre viel wert, aber es sieht nicht gut aus. Nee, das ist schwer. Vor allem mit der USP. Klar, jetzt bekommt man hier vielleicht noch einen gratis tatsächlich. Und dann hat man einfach. Das war auch nur, damit wir Unrecht haben. Für nichts anderes war das.
Also doch noch die zwei Kills für den Full Eco. Absolut in Ordnung für Astralis, aber auch, dass sie eben dieses 3-0 jetzt auf die, ja, auf den Startschuss bekommen. Es ist der eigene Map-Pick. Bisher läuft alles so, wie es im Skript steht. Virtus Pro pickt Overpass, sie gewinnen dann auch ihren Map-Pick relativ solide und Astralis Pick Train startet da mit 3-0. Ja, super wichtig, dass sie die Terrorrunde mitgeholt haben. Also das ist das Allerwichtigste, das Entscheidende, dass man nicht sofort hier gegen die Cities die Pistol verliert und damit man sich halt den ein oder anderen Terrorzähler halt einfach mitnehmen kann. James geht jetzt nochmal ein bisschen auf die Pirsch, möchte natürlich die Spieler so ein bisschen in die Nähe halten. Oh, bekommt sogar nochmal eine AK abgefunden. Nee, doch nicht eine OP. Aber jetzt vielleicht AK. Ja. Doch nicht ganz. Doch nicht ganz. Bombe explodiert. 3-0 Astralis. Jetzt sehen wir ihn, den ersten Fullby bei Virtus Pro. Und nachdem es auch mit Pistols schon ganz gut geklappt hat, glaube ich, muss Astralis da im Fullby etwas mehr aufpassen, dass es da nicht doch direkt scheppert jetzt in Runde 4. Ja, bin sehr gespannt. Also wirklich. Mittlerweile bin ich da wirklich ganz klar eingestellt. Virtus Pro kann hier gegen Astralis heute bestehen. Das Overpass war wirklich ein fantastisches Spiel. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, Astralis. Aber hier mit dem Start auch bedeutend frischer in die Partie gegangen. Trotzdem abwarten und Tee trinken. Sollte Virtus jetzt natürlich ausflippen, dann hat man hier gute Chancen. Aber die Weiß mit dem ersten Frag gegen Buster. Ja, schön, dass man die Weiß jetzt auch mal wieder so ein bisschen aktiver sieht. Am Ende auf Overpass ein bisschen untergegangen. Aber jetzt hier direkt mit diesem Entry in der wichtigen Fullball-Runde am Start. Und Dupree mit 6 Kills insgesamt aktuell Topfragger. Aber das ist so früh im Spiel immer schwierig. Da hat das noch nicht so viel Aussagekraft. Und Quick hat einen coolen Move da oben auf dem Bombcheck. Ja, und der versucht es natürlich jetzt. Perfekte Position, um hier den einen oder anderen rauszunehmen. Er guckt auf den Blick, kriegt den ersten Frag mitgenommen. Den zweiten schafft er nicht. Da ist der Refrag zu schnell. Und damit Astralis in einer guten Posi. Ja, Sanji trifft aber auch. Dementsprechend hat man den Vorteil noch nicht bei Astralis. Auch noch kein Bombplant auf B. Erst jetzt kommt Dupree dazu, das Ei zu legen. Sipex aimt das aber gut ab. Und man weiß ziemlich sicher, wo sich zwei Spieler von Virtus Pro befinden und Dupree bekommt einen Free Frag. Ja, wunderprächtig. Und damit Jekinder und James fast schon in der Überlegung, vielleicht defensiv zu gehen. Man könnte nochmal die AWP picken. Da bewegt sich jetzt Jekinder auch gerade hin. Hey, nimm Awe mit. Ich wollte gerade sagen. Nimm Awe mit. Ey, der Call kam von mir an. Der ist nämlich erst vorbeigelaufen. Aber wichtig. Doppel AWP. Damit haben wir das Gerät jetzt auch schon wieder eingepackt. Und damit ist die nächste Runde natürlich auch direkt mal viel viabler. Was? Viabler. Gibt's das Wort? Nee. Okay. Aber ich viable, also einfach nur besser, ne? Also. Was ist more, die viable. Steigerung von more, viable? More viable. Ich glaube, das ist kein. Viable. Naja. Viable. It's viable, it's more viable and it's most viable, würde ich sagen. Wäre mein Call. Weil viabler gibt's, glaube ich, nicht. Viabler Pillar. Der ist der Viabler. Alter, die Party da in Polen ist so super. Ja, das aus, ist so schön. Steht 4-0 für Astralis und die haben schon, weiß nicht, feiern schon den Major-Sieg. Also, 4-0, rein geht's. Es ist der nächste Rundenzähler, der erspielt werden muss. Magist super schnell raus. Boah, das Timing hast du nie auf dem Schirm, nie. Oh, die ist natürlich super wichtig. Magist, ein sauberer Headshot, wird aber sehr schnell von Buster gerefragt. Also ganz so viel hat er nicht rausholen können, aber zumindest dieses 1-1 ist da. Aber wenn du das System halt schon mal so anschneiden kannst, wenn du wirklich schon mal so eine Lücke erzielt hast, dann ist es gerade auf Train, dadurch, dass das Spiel sehr breit gezogen werden kann, unglaublich wichtig. Hier kann man nur noch safen. Also Virtus Pro braucht gar nichts mehr versuchen. Es ist das 5-0 für Astralis und die spielen gerade Train einfach alleine. Das ist der dritte Safe. Der dritte Safe in Folge für Virtus Pro, auch wenn Jekinder nochmal einen gratis bekommt. Dieses 3 gegen 3 wird nicht mehr angesetzt und dementsprechend ist es ein 5-0. Da entspannt sich jemand. Das ist ein sehr guter Start. Also 5 bis 6 Runden auf der T-Seite reichen normalerweise. Ja. Also das wird schwer für das Team von Virtus Pro. Mal gucken, sie müssen langsam reinkommen. Also es ist auch einfach so ein Moment, in den man reinkommen muss, genauso wie bei Astralis auf Overpass. Auch da hat Virtus Pro mit dem 7-0 angefangen. Und dann kam Astralis eben erst ins Spiel und erst dann ging das Ganze los. Von daher, je länger Virtus Pro jetzt braucht, in dieses Spiel reinzukommen und die ersten paar Runden zu setzen, desto größer wird der Vorsprung von Astralis hier auf Map Nummer 2. Und vor allen Dingen, es ist die Terrorseite und es ist Train. Also das sind nochmal natürlich so zwei Faktoren, die man dann wieder Astralis zugute führen muss. Sie bauen hier gerade eine unglaublich gute Führung auf und das Ganze auf der unterliegenden Seite rein statistisch gesehen auf DX Train.
Und jetzt gucken wir Santi natürlich mit sehr viel Aggression Richtung Popdog. Trotzdem spielt das Astralis gerade in die Karte. Majisk immer noch in der Ecke unterwegs. Also es ist nicht leicht zu spielen. OG Kinder, der riecht schon was. Ja, er hat Bock in der Smoke. Warten zwei von Astralis, aber er traut sich nicht weiter zu gehen und jetzt kommt sogar der smarte Booster drüber, aber die Nate nimmt er komplett mit! Sanji mit der Nate gegen Majisk und Dupree. Das ist richtig bitter, vor allen Dingen auch noch gegen die Schnauze bekommen, das ganze Ding. Buster ja. Passt nochmal auf, nimmt den nächsten Spieler raus und das heißt jetzt hier natürlich eine Überzahlsituation, ganz klar für Virtus Pro. Auch der nächste Molotov fährt sie wieder in die Ecke ein, aber es sind noch über eine Minute, also alles noch machbar. Unmöglich. Ja, trotzdem, der Vorteil ist schon immens für Virtus Pro. Auch Dupree schon ziemlich angeschossen. Jetzt kommt der nächste Frag für Jekinder und Device müsste komplett eskalieren. 1-4 und das Timing passt nicht. Er kriegt ihn trotzdem. Ja, das war jetzt fahrlässig von Sanji gespielt. Und jetzt heißt es hier für Device natürlich auf die Suche zu gehen. 45 Sekunden noch auf die Uhr. Und er hat noch Granaten, um sich den Raum ein bisschen einfacher zu gestalten. Problem ist nur, ist die Smoke ein bisschen zu weit geflogen. Dann ist natürlich Device pickbar von dieser Position und die wird dann definitiv nicht checken. Ach du Scheiße, doch. Device kann da echt durch. Ich kann versuchen, erst gegen Grundlinie zu fighten. Oh, das ist ein guter Move. Aber JM aimt zum Glück ab. Schön gedacht von Device. Reicht nicht. Erste Runde Virtus Pro. 1-5. So, hat der City-Tunnel eigentlich auch einen Namen? Ich weiß nicht genau, was du mit City-Tunnel meinst. Das ist das Problem. Sonst würde ich es dir gerne sagen. Also das, wo wir da gerade sind, ist die Terror Main, da hinten ist Popdog, dann haben wir den Zugang zum Spot von den Cities, ist der Z-Gang. Alter, ich habe Riesenprobleme mit den Zügen. Ja, ich nenne sie halt immer noch nach den Zahlen. Ja, genau, ja, dieses 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung. Ja, das ist so old, aber mittlerweile ist ja, dass die Farben meistens benutzt werden. Ja, das ist hier genau. Blue zum Beispiel, Blue dann als Train, Old Spot sagt man ja. Aber ja, ich bin tatsächlich immer noch auf Zahlen getrennt. Wir spielen nie Train. Das ist unser absoluter Safe-Bun. Deswegen bin ich auch nicht drin in dem Callen. Aber ja. Ach, da hinten, das ist die Grundlinie, ja. City-Gang, ganz hinten ist die Grundlinie. Also mal schauen. Ich freue mich so. Wer ist nochmal bei 9-10 Damage eingeloggt? Warum? Guck mal da, da wirst du gefrontet. Das ist ja gemein. Ja. Ich hoffe, bestimmt Hachinski. Ich glaube Meepo. Nein, es ist safe Hachinski. Nee, er hatte doch, Meepo hatte doch eben bei Teams was geschrieben. Echt? Ich hoffe, dass seine Maultaschen versalzen. Meepolino ist mit seinem eigenen eingeloggt. Ich sage, es ist legit. Ich schwöre es, er faked. Er faked 100 Pro, er hat beides auf. Er ist richtig auf Galileo Mystery. So, Sanji zeigt den ersten Frag, schafft's nicht, aber er kann doch nicht mehr repicken. Er braucht einen Support vielleicht. So, die war jetzt auch oben drauf. Wartet dann noch ab, Sanji dazwischen und der erste Frag geht nochmal an Buster und damit wird der Zugriff schwierig. Jekinder mit dem nächsten. Schwierig, doch die Runde sieht schlecht aus. Na, schöner Spray da. Sanji jetzt nochmal auf der Suche, aber Device ist noch hinterhergegangen und da steht er immer noch in dieser ganzen Situation drin. Nächster Frag und dann ist Device auch rausgenommen worden. Körbchenrunde, Ladies and Gentlemen. Virtus Pro ist mit von der Partie. Es ist Marvin. Ich hab's gewusst. Echt? Marvin benutzt Kappa, ey? Keine Ahnung. Naja, Snow 3011, vielen Dank für den Prime Sub, 4. Monat in Folge. Ja, und das Team von Virtus Pro kann damit auf jeden Fall die Rundenanzahl verdoppeln. Die große Frage ist, wie viel können sie am Ende wirklich noch rausholen? Für mich wäre so ein 10-5 schon notwendig, um hier gegen Astralis zu spielen. Ja. Man muss schon ganz schön Druck machen noch, um das zurückzuholen über die CT-Seite. Astralis hat, wie gesagt, schon ein ganz gutes Standing mit diesem 5-0-Start hingelegt. Trotzdem, alles ist möglich. Und man kann eigentlich nicht voraussehen, wie die zweite Halbzeit ausgeht. Auch trotz der CT-Stärke auf Train haben wir schon auch oft gesehen, dass eben ein Team in so einen Flow kommt und einfach mal 5, 6, 7 Runden in Folge holt. Keine Ahnung, wir haben auch Terror-Heavy-Sites ja, genau. Gesehen, also ist alles drin. So, ich meine die komplette Linie nach CT zu Efeu. Richtig, genau, das ist die Grundlinie. Das ist natürlich Grundlinie 4, 5, 6, kannst du auch wieder sagen. Da gibt es verschiedene Sachen. Für alles Zahlen. Ja, es ist halt, ne? Ganz unten ist halt die 1, dann die 2, dann die 3 und dann gehst du immer weiter 4, 5, 6. Das waren die Gleise damals. Ja. Weißt du? Als ob ich mir das merke. Also, du hast sehr viel Intelligenz. Okay, okay, okay. Wenn du im Süden anfängst und sagst, ganz unten ist die 1, dann gehst du halt hoch und dann ist es 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Weißt du, von der Linie? Ich sag einfach, Jungs, wir machen jetzt... Reicht mir! Ich sag einfach, wir machen jetzt den Call, wir gehen die 1, 2, 3 und die 6 und dann ist rein. So.
War das jetzt die Pennymark-Anspielung? War jetzt die Pennymark-Anspielung, war es falsch? Das war der Hammer. Das war der Hammer. Ich war noch nie stolzer auf dich. Also Majisk und Clay, letzten beiden Überlebenden, auch in dieser Runde schafft es Astralis wirklich rumzustänkern und vor allem die Bombe zu planten. Runde sollten sie eigentlich nicht bekommen, wenn Jekinder jetzt nicht noch einen groben Fehler begutäugt. Ja, macht er auch nicht. Ins Gesicht rein. Ja, ich fand das irgendwie passend und deswegen. Das ist doch der Hammer, Alter, ey. Ich war, wie gesagt, ich war also so stolz, war ich lange nicht mehr. Der René, der fährt die großen Pötte. Ich war die großen Pötte. Ich finde das so schön. Ich finde das so super. Ich habe alles, ich habe das Internet wirklich durchsucht. Es gibt diese Schifferpatente einfach nicht. Es gibt sie nicht. Er hat auf Harvard studiert. Hättest du halt mal ein Harvard-Studium halt mitmachen müssen. Oh, naja. Nix Sapsarab, ich bin kein Sapsarab. Sapsarab ist auch schön. Sapsarab. Sapsarab. Also. So, Freunde, auf geht's. Sapsarab, jetzt brauchen wir wirklich mal ein paar Runden hier von Virtus Pro. Astralis will natürlich auch noch gegenhalten. Und damit geht man raus. Glaive wieder mit Tempo. Das kann man wieder nicht auf dem Schirm haben. Ah. Glaive jetzt nach vorne Richtung Olaf schon gepusht, aber Sanji hat es auf dem Schirm. Irgendwie, aber Glaive ist trotzdem stärker. Gewinnt Duell Nummer 1. Und die Smoke macht es für Buster unmöglich, den Refract zu setzen. Ah, gucken wir mal. Jetzt sieht man sich zurück. Und diese Deflection schreibt doch, die gibt es wirklich. Kein Gag. Aber mal gucken. Jay mit dem nächsten Shot. Und man hat hier bei Virtus Pro auf einmal ein ganz, ganz anderes Mindset. Die sind so stark unterwegs gerade. Ah, jetzt Jay nach vorne. Oh, der, wenn einen noch killt. Wenn er einen noch killt, ist die Runde gut machbar. Und ich glaube nicht, dass man damit rechnet, dass er so close auf dem Bombtrain steht. Aber jetzt hat er vor allen Dingen eine sehr schwere Position. Also wenn er da einen Frag macht, wäre er schon ultimativ stark. Er ist eigentlich in einer richtig beschissene Pose. Er braucht eine gute Support vielleicht. Andernfalls kann er überhaupt nichts mehr spielen in der Situation. Bekommt ihn jetzt, aber geht trotzdem nicht vor. Ganz, ganz schwer. Oh, Sipex ist close. Jamie hat gebrannt. Das könnte man gehört haben. Ich weiß nicht, ob man es wirklich gehört hat. Device hat halt auch diesen klassischen Molotov auf die Bombe. Die ist aber gesmoked. Der Molotov bringt gar nichts. Man muss rein da jetzt. Der Defuse geht durch. Vierte Runde wird das Pro. Einfach mal rein defused. Und das Ding funktioniert. Und da merkt man wieder, das sind auch nur Menschen. Glaive komplett auf den falschen Spot gebankt. Also dachte, dass sich da rechts der Spieler aufgestellt hat. Aber ganz links in der Ecke war er dann. Und damit komplett dran vorbei. Es ist hier die vierte Runde für das Team von Virtus Pro. Und das darf eigentlich nicht passieren aus dieser Spielsituation. Ja, sehr, sehr stark. Ich bin wirklich schockiert. Also ich bin wirklich schockiert, dass es die Schifffahrtspatente A, B, C und 6 gibt. Also wirklich schockiert. 1, 2, 3. A, B, C und die 6. Und die 6. Oder 1, 2, 3? Er sagt immer 1, 2, 3, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber ja. Höchstwahrscheinlich Schiffspatent Zapserap. Schiffspatent Zapserap. Da sind Torero-Tänzerin. So, Quickart. Der muss auch Torero tanzen. 1 gegen 5. Die werden alle auf seinen Spot gehen. Und da braucht er das Patent für den B-Spot. Ja, da stehen sie sehr gut. Klassisches Nate-Setup, was wir da gleich sehen werden. Und Jame, wenn er einen bekommt, bevor die Flash poppt. Oh, schön, wie er sich da wegduckt. Leider bekommt er trotzdem keinen Kill. Und man kommt zu 5 raus. Quickart fällt auch zu schnell. Ja, Quickart, da wurden einfach zu viele Winkel, konnten da auf ihn aimen. Das ist ganz, ganz schwierig. Also hat man schon jetzt zu Beginn der Zeit viel zu wenig geholt. Also das wird nicht leicht. Und damit hier Vorteilssituation meines Erachtens für das Team von Astralis. Oh, Glaive, wichtig. Ja, Buster und Glaive 1 für 1 Tradings. Und auch schön von Sanji nochmal dazwischen gesetzt. Das ist noch möglich. Dieser Retake ist nicht unmöglich. Sipex, 1 gegen 3, Klatsch. 1 gegen 3 und der Schauter in der falschen Sekunde weg. Das ist die fünfte Runde für Virtus Pro und sie sind wieder komplett im Spiel. Sie sind wieder am Start. Sipex hat es wieder perfekt gespielt. Man muss es ganz klar sagen. Er hat zwar rüber geaimt und es sah jetzt gerade fast aus, als hätte er es verkackt, aber er hat sich erstmal ein Bild gemacht, wo sich der zweite Spieler befindet, um dann nochmal hinterherzusetzen. Also absolute Wahnsinnsshow. So, wir haben jetzt von The Deflection A-Patente für die Kauffahrt-Schifffahrt, B-Patente für die Hochseefischerei, C-Patente für den Maschinendienst und A6 Kapitän auf großer Fahrt. So geil. Hardkrull ist aber beim Pennymarkt gestrandet. Das Ziel heute, das Weinregal. Oh Mann. Ja, leider Gottes eigentlich ein Paradebeispiel, wie schlimm die Droge Alkohol sein kann, wenn man wirklich in eine Lebenskrise gestürzt ist. Ja. Aber da geht es ja auch immer um Genuss und nicht um Missbrauch. So, genau. Sehr gut. Schön ausgedrückt. So. Jekinder mit dem Push-Versuch.
Nee, doch nicht. Ich dachte, er läuft vorbei, aber er wollte, glaube ich, vorbeilaufen. Und wartet einfach. Ist auch okay. Der war schade. Da habe ich Peter Griffin Bein. Ganz schwierig. So, Mitte, Jekinda. Also, dieser Mann, der ist gerade einfach gerannt für Frax. Jetzt rennt ihm doch mal rein, damit er noch ein bisschen was für seine Seelen hat. Jetzt rennt ihm doch mal rein. Das wird jetzt absichtlich verloren. 4 gegen 5, immer noch möglich, aber schwieriger. Astralis noch nicht mit einem wirklichen Plan. Zumindest wahrscheinlich haben sie einen Plan, aber wir sehen ihn noch nicht. Wo es endgültig hingehen soll. So, B oder runter, Popdog A. Deswegen hassen wir den B-Spot. Du findest nichts. Ach, da. Oh, jetzt wird's wild, jetzt wird's sehr wild. Sanji mit dem nächsten Break und man weiß, ich habe keine Ahnung, wo die hinspielen, aber es scheint der B-Spot zu werden und dann muss James wieder mal den B-Spot hier halten. 4 gegen 4. Ja, Glaive, heißer Typ, stellt sich da lange in den Molotow, überlebt das Ganze knapp. James trotzdem mit dem Treffer. Der Cross mit der Bombe war wichtig. Glaive kann damit die Bombe legen und Sanji wird nicht schnell genug da sein, um das zu verhindern. Jetzt also wieder ein Retake. Wie oft Astralis die Bombe gelegt bekommt. Richtig gut. Quick hat aber mit einem Free Frag. Sanji mit dem nächsten und der letzte in der Rampe. Ja, und Device wird auch noch rausgeprügelt. Also Sanji kann die Runde jetzt hier nochmal untermauern. Es ist das 6 zu 5. Wir haben eben so ein bisschen Scherzenshalber bzw. eine klare Ansage gemacht. So ein 10-5 wäre schon wichtig für Virtus Pro, um sich gegen Astralis durchsetzen zu können. Und man ist hier wirklich auf dem besten Wege. Vor allen Dingen tatsächlich ein Buster, der mit $15.450 in diese Runde hineingestartet ist. Also ein bisschen was an Kohle ist zumindest bei ihm am Start. Hat einfach alles zurückgelegt, gespart, falls mal schlechte Zeiten auf ihn zukommen. Und der zweite Timeout mittlerweile für Astralis spricht dafür, dass Virtus Pro gerade einen Weg gefunden hat, sie deutlich unter Druck zu setzen. Schon 2 Timeouts in dieser Hälfte genommen. Genommen? Hat er den Timeout noch genommen? Hast du das letzte Warsteiner noch genommen? Refresh the taste. Oh ja, stimmt. Warsteiner. Ah, bitteschön. Wahrscheinbar ein Warstein. So schaut's aus. Hast du das letzte noch genommen? Sichere dir Bonus. Sichere dir ein 100% Bonus. Deinen Warstein. Yes, das wäre geil, Alter. Das wär machst wirklich. Du einen Warstein auf, gibst einen Code ein, Alter, direkt mal doppelt so viel Inhalt. Schön. Jetzt die Runde also wichtig für Astralis. Das Geld ist aufgebraucht und weg, auch wenn sie die ganze Zeit die Bombe planten. Jetzt heißt es also irgendwann dann doch mal wieder eine Runde gewinnen auf dem Konto von Astralis. 5-0 gestartet, 6-5 steht's jetzt. Wir würden so impfen, hast du das gesehen? Was? Da haben die mit Deep Learning, haben die Jens Spahn auf dieses, hast du die Peps noch genommen? Ja, das habe ich gesehen, ja. Hast du den letzten Impfstoff noch genommen? Wir würden so impfen. Das war wirklich gut. Aber legendär. Wow, der war auch gut von Buster. 1-1, 4-4. Jetzt also trotzdem nur ein Refrag, also leider kein offener Entry. Dupree schon hinten durch, man kommt Richtung B. Und der B-Spot ist für Astralis aktuell wirklich so die Sicherheit, die Bombe zu planten. Jedes Mal bringen sie hier die Bombe normalerweise auf den Spot. Jetzt will man mit der Bombe Connector gehen. Das soll durch Z nochmal A werden, oder was? Super smart, weil sie ja wissen, dass Sanji hinten schon diesen Backstabber abgefarmt hat. Und damit wissen sie natürlich, klar, sie haben sich komplett auf den B-Spot eingestellt. Aber der A-Spot ist gedeckt und Glaive hat das super geil auf dem Schirm. Sehr gut die Rotationsweg hier abgeschnitten und das sieht gut aus für sie. Ja, Buster wird noch abgesmoked und gemollied. Er kann also nirgendwo hin. Glaive mit dem nächsten Treffer und Buster im 1 gegen 4. Niemals macht er diesen Klatsch. Niemals. Sechste Runde Astralis. Ja, fantastisch von Glaive. Muss man einfach hervorheben. Also grandios von ihm gespielt. Totale Weitsicht. Schafft es hier wirklich, die beiden rotierenden Spieler instant rauszunehmen, richtig hops zu nehmen. Passendes, perfektes Push-Timing. Und damit der Ausgleich für das Team von Astralis. Und das nach 6 Runden, ne? Ja. 6 Runden. 6 in Folge. Oh je, Musik wird eingespielt, das ist immer nicht gut. Das ist meistens eine Tactical Pause, eine Technical Pause. Also, wenn ihr Fragen habt, haut sie gerne in den Chat und sonst nutzt die Zeit für Seele Cupra. 7 Monate rausgehauen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, Ausrufezeichen Caster. Ich habe eben gesehen, 3 neue Follower auf Instagram. Vielen, vielen Dank. Sehr lieb von euch, der Support wirklich immer wieder am Start. Also, vielen Dank. Und hier sehen wir Quickert. Ja, wieder einen wichtigen Impact eigentlich hatte im Team damals.
mitverantwortlich war für den Aufstieg von Avanca. Und vielen Dank für den Prime Sub auch an dich. Willkommen, willkommen. Und jetzt geht's rein in die nächste Runde. Wir freuen uns. Auf geht's. Ja, der Aufbau immer gleich. Also Virtus Pro adaptiert da erstmal nicht direkt. Immer einer Popdog, einer B, zwei A noch dazu und einer Ivy. Und diesmal soll es ein B-Rush werden. Zumindest hört sich danach an. Quickert sofort mit dem Molotov und jetzt große Rampe. Entry-Frag ist da. Ja, zweiter schafft er nicht. Gleich mit dem unglaublich starken Refrag. Buster muss jetzt natürlich die Rotation wieder einläuten, aber Device steht da mit der Tech 9 ready. Und das ist wieder so der typische Device-Effekt. Er spielt da niemals in solchen Close Distance Fights mit der AWP, sondern immer mit der Secondary Weapon. Und jetzt muss man versuchen, irgendwo ein Entry zu setzen und dann macht der Retake auch nur noch Sinn. Ja, Glaive wartet dann noch. Mal schauen, ob er noch einen setzen kann. Dann wird es schon wieder schwierig, weil man zu viele verlieren würde. Oh, der verliert das Duell gegen Jekinda. Es ist möglich wieder, es ist möglich. Ja, Jekinda, der Nussmensch, zweiten noch hinterhergenommen. Sipex und Device, die letzten beiden übernehmen den. Und er nimmt schon mal den ersten nicht mit. Ja, jetzt wieder mit der Smoke, wieder der Molotov, der nichts bringt. Wieder muss man hoffen, dass man da rumziehen kann. Device Nummer 1, Device zu langsam. 7:6, Virtus Pro. Die bleiben noch dran. Die Map ist immer noch gut machbar für Virtus Pro. Yes, 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 jo. Also 7:6 der Spielstand. Und damit ein wunderbares Match hier zwischen diesen beiden Akteuren. Und da wird sich Virtus Pro ärgern, dass sie am Anfang so viele Runden gegen Astralis liegen gelassen haben. 0:5 haben sie zurückgelegen. Und sind dann auf 6:5 rangekommen. Astralis holt eine Runde und Birches mit der nächsten. Also starkes Ding. The Mighty Panda TV, auch ein starkes Ding. Und es wurde gefragt, wie mein Training läuft. Sehr gut. Knochen hat mir diese Challenge auferlegt. Ne? Jeden Tag ein Liegestütz mehr, je nachdem, nach Wochentagen. Ich mache jetzt einfach trotzdem immer weiter. Ich bin mittlerweile, heute ist der 27. Ne? Was, 27? 26. Ja, aber ich muss sagen, ich mache diese... Das hört sich mal so Knieliegestütze. Knieliegestütze, ah ja, okay. Frauenliegestütze sagt man ja eigentlich, aber ja. Ihr wisst, was ich meine. Meine Freundin kann mehr Liegestütze als ich. Jetzt ist es raus. Krass. Tatsächlich. Maria stärkst im Knast, ne? Einfach ein Viech. Dafür habe ich immer noch die besseren ADR-Werte auf der Map. Das ist wichtig. Man muss auch Priorität. Man muss auch Priorität. In der Beziehung. Jetzt schauen wir mal, wie die Runde verläuft. Ach, schön. Astralis ist wieder ganz gut mit dem 5 gegen 4. Haben aber schon ein paar Shots kassiert auf jeden Fall. Jetzt heißt es für Virtus Pro, zumindest den Halbzeitsieg klar zu machen. Zumindest das 8:6. So, und diese Runde ist gesponsert von Chillkröten-Style. Einfach mal zwei Subs rausgehauen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Jetzt wollen wir drauf blicken, wie Astralis das Ganze hier natürlich vermarkten möchte. Man hat schon einen sehr, sehr guten Entry gesetzt. Also der Hype ist schon mal aufgebaut. Jetzt heißt es natürlich, die passende Strategie für den Release der Runde Nummer 7 herauszuführen. Die Frage ist, wird es ein Flop oder hat Virtus Pro eine Idee? Na, Dupree. Schneller Frag nochmal gegen ihr Kinder und damit ist es jetzt ein 3 gegen 5 und Virtus Pro steht komplett gestackt auf dem B-Spot. Das heißt, ich glaube, wenn es jetzt einfach A wird und man da plantet, werden diese drei Waffen lieber durchgebracht, obwohl, naja doch. Ja, das macht nicht wirklich viel Sinn, da hast du absolut recht. Boah, was geht denn jetzt auf einmal ab, Freunde? Der Mighty Panda haut nochmal für Pato einen raus und dann Currycarsten 5 Stück noch in die Mitte und damit sind wir hier. Und noch mehr. Auf dem Hype-Train, auf DE-Train. Einfach nur stark. Der Schildkröten-Style hat auch nochmal 3 gegiftet. Den hatte ich eben schon vorgelesen, ach so, aber gar kein Problem. Ja, also gerade nicht zugehört. Und mir. Ach, sei ruhig, ich hab dir. Also, nee. So, Mipolino 5 Stück hinterher. Jumbo 10 nochmal Prime. Freunde, Freunde, Freunde. Was haben wir denn hier schon wieder für eine Gunst der Stunde? Boah, was? 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 Wer, wie viel? Was? Was? Boah. Was? Okay, er haut mal 20! Tier, was? Also Exif, der hat jetzt hier die Nase voll, der hat einen eigenen Zug gestartet. Einsteigen, Freunde, Chuchu in den Chat. Alter, ich hab die Ratsche in die Hand genommen, das passiert sonst nie. Huiuiui. Na, jetzt aber nicht übertreiben, Freunde. Denkt an euer Geld, nicht zu viel ausgeben, wenn man sich jetzt gerade mitreißen lässt. So, Sufnik und auch noch Run vom Mighty Panda, dann der Biffy X3. Also einfach mal hier absolute Liebe. Da muss man sagen, eine Community, die hier zusammenhält. Wir feiern Counter-Strike mit der IEM Katowice 2021. Auch wenn wir nicht vor Ort sein wir können. Wir haben den Hype-Train gerade in 2 Minuten von Level 1 auf Level 5 400% gepusht. Junge, er ist einfach explodiert, was? Junge. Komplett. Da machen die selbst Pause beim Match hier. Haben wir gesagt, ey! Ja, das ist jetzt, die schreiben gerade, you see this on German chat. On German chat. 20 subs, so amazing. We want to be this community. I will be German. German. I will be German.
So, Mr. Frost hat auch nochmal einen Prime-Sub raus. Curry Carsten noch einen weiteren an Kobe Bryant. Und da wollen wir natürlich auch nochmal Danke sagen an die Analyse-Ecke. Hetschinski, Kobe Bryant und Zilux, die hier mit am Start sind. Und natürlich auch Danke an die lieben Mods. Da gehen auch mal ganz große Herzen raus, die den Chat hier immer sauber halten. Man muss sagen, man braucht gar nicht mehr so viel sauber machen. Ja, wir haben, die Community hat sich immer weiter zur Höflichkeit gebessert. Das finde ich sehr schön. Und nochmal 20. Alter, nein. Nee, jetzt komm jetzt 30. Auf. Hey! Was? Ach du Heilige. Nee, jetzt hört auf, Freunde. Wirklich, jetzt übertreibt nicht. Übertreibt wirklich nicht. Ey. 1000% fast. 1000. Oh Gott. 20, 30. Wir haben, holy. Alter, 100 Subs. Wir haben 100 Subs gemacht in 5 Minuten. Ja. Eggy Style, der haut hier nochmal welche raus, dann Xif haut auch nochmal 20 Stück, Schildkröten-Style haut auch nochmal 10 Stück in die Mitte. Also Freunde, wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Wir müssen natürlich jetzt auch wieder ein bisschen das Ganze auf das Game wieder gleich lenken. Deswegen, wir können nicht alles vorlesen, aber das ist wirklich eine absolute Ehrenaktion. Jetzt haben wir 900, jetzt haben wir fast die 1000. Haben wir die 1000? Jetzt haben wir, ja! 1017%, das hatte ich noch nie. Nee, das gibt's glaube ich auch nicht auf Twitch. So, Bera 94 und auch noch Pegasus. Haut auch nochmal ein Gifted Sub raus, also vielen Dank. Also richtig nice. Pegasus müssen wir auch mal grüßen. Ist unser Social Media Manager. Der macht immer schöne Memes, schöne Clips, schöne Sachen auf Twitter. Das ist Müll. Damage.de. Ja, das ist Müll. Ja, was? Pegasus, ne, ist schön auf Social Media. Das ist Müll! Wir kriegen gerade einen Map-Überflug und mir ist noch nie aufgefallen, dass die einen. Oh. Ich will nicht, dass Pegasus traurig ist, Mann. Nein, René. So, aber wirklich, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für euren Support. Ganz, ganz lieb. Also, das ist wirklich grandios. Das ist wirklich sehr Slow-Mo cool. Official auch nochmal. Und dann sollte es gleich auch hier ins Spiel hineinstarten. Leider nicht. Haut ein paar Fragen raus, Freunde. Ja, haut gerne. Ein paar Fragen raus, wenn ihr Bock habt. Fast schon wieder Bitcoin-Kurs, ja. Das wäre, Junge, ach, red nicht drüber, ey. So, Bot-Kredin auch nochmal. 6 Monate. Vielen Dank, Mensch. Ey, ihr seid der absolute Wahnsinn, wirklich. Vielen, vielen Dank. Es geht weiter. Du darfst, ich finde das toll. VR Dayo und auch Facial 111 hauen hier auch nochmal die Dinger raus. Der Ho 219. Promne. Alter Verwalter, ey. Jetzt ist hier wirklich eine komplette Familie. 1120%. Das ist ungefähr so viel Leistung, wie Gambit heute gezeigt hat. So, jetzt müssen wir uns aber wirklich mal wieder auf das Spiel fokussieren. Entschuldigt natürlich an jeden, der vielleicht jetzt gerade es haben möchte und sich über ein Vorlesen wünscht, aber es geht natürlich primär um den Broadcast. Wenn es möglich ist, werden wir natürlich auch da nochmal Danke sagen. Ja, wirklich vielen lieben Dank und die letzte Runde der ersten Halbzeit ist endlich live. Technische Probleme sind scheinbar behoben und jetzt Magisk mit dem ersten Shot, Dupree mit dem zweiten, 2-0 Trade für Astralis. Ja, Astralis eventuell jetzt nochmal mit den letzten beiden Runden am Start gehen, das wäre natürlich klasse. Achter Zähler, Halbzeitführung, das auf der Terrorseite, das auf Train, das schmeckt doch nach einer dritten Map. Und diese Runde und diese zwei Frags natürlich gesponsert von Durlak und Juicy9. So, jetzt muss ich aber aufhören. Trotzdem, danke dir. Jetzt geht's los. Das ist wirklich, das ist sehr beeindruckend. Ich muss das Wort benutzen, das ist toll. Und das 3 gegen 5 ist nicht so leicht für Virtus Pro. Jetzt kommt der Versuch von Sanji durch Popdog zu pushen. Da kommt es halt viel auf Timing an. Wenn er im richtigen Moment hochguckt, passiert nichts. Und genau so kommt es, er kriegt einen Freefrag. Ja, einen, aber trotzdem sind es noch 4 weitere Spieler, die man jetzt hier noch bestrafen muss, um sich durchsetzen zu können. Das wird außerordentlich schwer. Sanji, nein, schafft es nicht. Glaive nimmt ihn raus und damit natürlich eine beste Auslage für das Team von Astralis. Nächster Versuch, Jill nochmal dazwischen von hinten, aber Magisk, es bleibt an Quickert hängen, 1 gegen 4, damit das nochmal oben gedreht werden kann. Er bekommt den ersten, aber er hat noch 50 AP. Ja, und jetzt muss Quickert natürlich versuchen, dieses 1-on-3 schnell zu bespielen. Er hat einen Diffuse-Kit, das ist ganz wichtig, aber er braucht natürlich diese Frags, schafft es nicht, 8-7. Und jetzt bei dem 8-7 und der Halbzeitergebnis sagen wir natürlich nochmal Danke an Diamond75, Beach aus Meppen, Unlucky für 2 Geschenkte. Und auch für Durlak, vielen, vielen herzlichen Dank, Freunde. Diesen Hype-Train, den haben wir genossen auf D-Train. Es ist das 8-7 für Astralis mit einem fulminanten Start. Am Ende schaffen sie auch die Halbzeitführung. Was ein großartiges Match bisher und es ist wirklich noch knapp. Also das kann Virtus Pro locker noch holen. Astralis muss alles geben, um ihren Map-Pick zu gewinnen. Wir machen eine ganz kurze Pause und in 2,5 Minuten sehen wir uns wieder zur EM Katowice 2021 hier bei den Playoffs.
Virtus Pro ist stark gegen Astralis. So, René Masterplay, was geht? Ich freue mich auf ein großes, großes Match heute noch. Also vielleicht sogar über drei Maps. Vielleicht macht Virtus Pro das Wunder Nummer 2 für den heutigen Tag wahr. Ja. Astralis ist auf der CD-Seite natürlich stärker. Und Flint87J wollen wir natürlich auch nochmal Danke sagen. Aber jetzt müssen wir uns wirklich mal ein bisschen mehr auf das Spiel fokussieren. Vielleicht sammeln wir auch nebenher so die verschiedenen Subs und lesen sie dann mal akkumuliert in den Timeouts oder sonstiges vor. Aber wirklich danke, danke, danke vom gesamten 99 Damage Team. Ich spreche jetzt einfach mal im Namen aller für euren Wahnsinns-Support. Wirklich herzlichen, herzlichen Dank. So, 8-7. Wir wollen reinblicken und ja, ganz ehrlich, Virtus Pro braucht die Pistol. Ja, die wäre wichtig, genauso wie Astralis. Auch darüber lief eben mit der T-Pistol diese ersten Runden an. Astralis hat einen 5-0-Start hingelegt auf der T-Side. Erst dann kam Virtus Pro ins Match, dafür aber dann extra gut. Und jetzt bin ich gespannt, wie Virtus Pro diese Runde geplant hat. Man hat viele Granaten gekauft. 3 Smokes, eine Flash und einen Molotov. Ja, und jetzt die Smokes natürlich hier über den ganzen Bereich. Majis gut im ersten Track gegen Quickheart. Man hat hier wirklich eine Gunst der Stunde schon mal erwischt und jetzt muss man irgendwie die Lücke finden. Und das wird extrem schwer für das Team von Virtus Pro. Ja, Astralis steht super. Ihr Kinder trifft leider nicht den Insta-Headshot und man kann nicht einfach planten. Die müssen jetzt gucken, dass sie den Bombspot irgendwie freischaufeln. Sanji mit dem ersten noch dafür, aber Sipex ist ready und der Plant geht, glaube ich, sogar durch. Ja, und Sipex bisher nur mit 4 Frags über das ganze gesamte Spiel und das hat bisher noch nicht gut funktioniert. James auf weite Distanz immer noch eine gute Chance, aber James im 1 gegen 3 sehr schwer. Ja, sehr schwer, vor allem gegen Nate. Keine Chance, wird da rausgenommen. Es ist die 9. Runde für Astralis. Man verliert zwar diese Pistol, aber man hat den Bombplan. Das heißt, Virtus Pro wird jetzt in Runde 2 wahrscheinlich einen sehr guten Forceball haben, der durchaus in der Lage sein wird, Astralis hier vielleicht die Stirn zu bieten. Also die Runde jetzt fast noch wichtiger, um an Astralis ranzukommen. Ich würde mir jetzt einen B-Tech-9 Blair Rush wünschen. Bin ich ganz ehrlich. Okay. Ist aber. Einfach rein. Richtig mit voller Ultra-Aggression, einfach Tech-9, Ultra-Rush auf dem B-Spot. Full also kein equip. Force. Boah, Junge, hey, Dupree, Alter, boah, ist der gut drauf. Also kein Force, oder was? Nur Tech-1? Doch, aber komplett full ausgestattet, so richtig mit Randale. Randale. Das muss auch richtig, das muss lärmen. Aber sie gehen mit UMPs, Scouts und einer Galil auf die Pirsch. Ja, ein paar Steps, ja, das ist auf jeden Fall. Also leise war es nicht, die Nate ist auch mittlerweile zum Standard geworden durch Fenster da oben. Um die Spieler zu bestrafen, die Pop-Dog abaimen und warten. Warum ducken die sich da bei einem? Weil da drüber eine Holzwand ist, wo man durchbangen kann von gegenüber. Und wenn du dich bückst, bist du wahrscheinlich nicht so angreifbar. Geisterkrank. Ich dachte, ich krieg dich jetzt. Ich krieg dich einmal an der Sache, wo du sagst, keine Ahnung, aber er weiß doch, alles. Es gibt viel, wo ich keine Ahnung habe. Ist auch nur eine Vermutung. Ja, aber es war aber sehr sinnvoll. Klang sehr sinnvoll. Bin aber stolz gesagt, auf dich. Ich spiele Counter-Strike schon seit 20 Jahren mittlerweile. Ja, wenn im TV mit 3 und 0, ist ganz toll, der Mensch. Ja, hätte ich gewusst, dass jemals nach mir gegoogelt wird, hätte ich das nicht gewählt. Aber so kann ich schon mal klar sagen, die Leute, die mich richtig schreiben, die haben schon mal die nötige Intelligenz, meinem Stream zu folgen. Zart, ne? Sehr gut. Aber ja. Das ist perfekt. Das ist einfach Natural Selection. Ich freue mich auf deinen Stream-Reboot. Ja, ich nenne mich. Ja, das heißt, ich freue mich auch, wenn es mal irgendwann fertig ist. Wenn du es fertig geschnitten hast. So, Aufbau Richtung B. Jetzt kommt der Execute. 2 Smokes, 2 Flashes, Device mit einem guten Bang. Erster Kill schon mal wieder Astralis. Ja, Sipex. Oh Mann, der hat aber wirklich einen Kacktag hier auf Train. Da funktioniert gerade überhaupt nichts. Die Kinder hat schon mal einen sehr guten Winkel klar gemacht, aber Dupree ist natürlich nicht blöd, nicht auf den Kopf gefallen und kann das gut ausspielen. 2-4. Na, Dupree nochmal. Über Oil versucht direkt gegen den Spot zu fighten. Kriegt keinen Support erstmal. Muss auf seine Solo-Aktion vertrauen. Ja, er verliert. Beide verlieren. 2 Solo-Aktionen, die scheitern. Die richtig scheitern. Aber Glaive hat ein sehr schönes Timing. Bekommt den ersten raus. Aber der Refract, der sitzt noch nicht. Sanji mit dem Repeak. Er macht es richtig. Er muss verzögern, weil er weiß, dass er sonst angesifft wird. Trotzdem, Runde für Astralis. 3 Waffen verloren. Und das Team von Virtus Pro wieder einmal die Bombe geplantet. Warte, hier riecht es. Hier riecht es nach einem neuen Force-Buy. Boah, kräftig. Ja, mal gucken, ob wir den auch wirklich sehen. Ich finde Venom mit W und 3 und 0 sehr schön. Muss ich sagen. Wemon. Ich habe gesehen, es gibt einen Befehl Venom 7. Da habe ich gesagt, jetzt fängt's los. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das gesagt habe. Okay, sie forcen tatsächlich nicht. Hätte ich jetzt echt irgendwie erwartet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, ihr Kinder hat die Hero AK bekommen, von Sanji zumindest. Ich gebe dir halb recht. Ein bisschen. Nee, das ist falsch. Ist falsch. Vielleicht habe ich doch nicht bedacht, dass sie jetzt natürlich weniger SMGs und mehr Rifles haben.
und dadurch vielleicht nicht dieses Duell eingehen möchten. Aber Jikin erreicht ja eine AK. Eine AK, völlig okay. Quick hat nochmal mit der Deagle, will da auch was machen. Jikin da, noch einer wäre schon wichtig. Und er kriegt tatsächlich noch einen. Jetzt muss er die Waffe irgendwie abgeben. Und das gib, Jame. Er sagt, gib jetzt! Und jetzt hat er sie und ist stark. Hat er gesehen? Die Nate war ordentlich. Ja, jetzt muss Jame die abgeben. Gib Blitz! Na egal, sorry. Ja. So, mal gucken. Das nennt man übrigens das AK-Spiel. Man nimmt immer die Hälfte der HP, verliert man und dann gibt man die Waffe ab an den Nächsten. Ich möchte, dass die Runde einfach weiter castest. Ich möchte das gerne genießen. Man sieht ja nichts mehr. Ich bin ja fertig. Wenn Santi nochmal angeschossen wird, möchte ich aber bitte, dass du demnächst... Wenn das jetzt echt passiert, Alter. Komm, auf geht's. Santi, Hälfte HP verlieren. Macht halt. Mach weiter, Blit! Ja, geht auch. Boah! Mensch, ey. Das war ein Hauptgericht. Der war schmackhaft. Und jetzt Sipex. 1-3. Wäre schon viel für das, was er bisher auf Train zeigt. 3 Kills jetzt zu machen. Mal gucken, wie viel er schafft. Keinen, würde ich einfach mal sagen. So, Sanji, macht es hier gut. Und dann haben sie die AK, muss man ehrlich sagen, die AK wurde jetzt zum Familienmitglied einfach befördert. Die darf mit am Essenstisch sitzen. Also da hat man sie ja wirklich komplett rumgegeben und damit das Maximale rausgeholt. Also diese AK hat einfach nur die Runde gewonnen. Nichts anderes. Wahnsinn. Boom. Da ist die Einschlags-HE und Quick hat sehr schöner One-Tap. Aber ja, eine AK gekauft. Eine einzige AK gekauft und damit die Runde gewonnen. So leicht kann es gehen in der Theorie. So, easy for 1, passend zu dieser köstlichen Runde auch nochmal den Ketchup draufgesetzt. Vielen, vielen Dank für den Prime-Star, freuen wir uns natürlich sehr. Ne, es war gar kein Prime, sondern ein Tier 1. Und jetzt bei Astralis alles runtergeforst, was geht. Wenn sie die Runde verlieren, dann ist aber hier Zappenduster. Dann kommt Virtus.pro. Boah! Hast du den gesehen? Der war gefuscht. Nee, was? Der war doch gefuscht. Der war geschummelt, war der. Was ist denn mit den Kindern los, ey? Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, Astralis saved. Eine Mac 7, eine Deagle und ein Scout. Eieiei. Ich verstehe das Mac 7-Gespiel nicht. Kommt der Name Venom nicht von der Marvel-Figur? Tatsächlich könnt ihr sogar auf YouTube suchen. Warsteiner Q&A mit Hatchinski und Venom. Da würdet ihr sogar herausfinden, wie unsere beiden Nicknames entstanden sind. Ich lasse jetzt einfach so stehen. Wenn ich es jetzt erkläre, dann guckt ja keiner das Video. Warsteiner wird sich freuen. Refreshing Taste for the win. Ich weiß es. Das ist auch übelst banal. Aber Hatchinski weiß ich nicht. Ich hab's auch vergessen. Ich glaube, der hieß früher noch anders. Ja, jetzt erinnere mich, glaube ich. Okay. Ja, muss man halt gucken, ne? Also Freunde, jetzt mal Chat-Interaktion hier. Plus in den Chat für alle, die Mac 7 wirklich ernsthaft spielen. Als Dings. Shotgun. Plus in den Chat, hier. Echt jetzt? Ja, ist wirklich ultra gut. Ich hasse die des Todes. Was? Was? Na gut, da merkt man, dass du nie Koppel gespielt hast, ey. Boah, krass. Koppel-Dropper, Swag 7, beste Waffe EU. Man muss wirklich sagen, also okay, die ist richtig. Also gut, ich bin komplett überstimmt. Holy shit, ich spiele immer XM auf Nuke, wenn ich auf Hut spielen muss. Ja, aber XM, ansonsten. XM ist halt Team Jitgo, ne? Die ist halt Team Jitgo, ja. Swag 7 raff ich nichts. Die macht gefühlt keinen Schaden, aber ich weiß nicht. Vielleicht spiele ich sie einfach falsch. Ja, die ist wirklich sehr stark, muss man wirklich sagen. Man muss aber wirklich in den Kopf treffen damit, tatsächlich. Also okay. Sehr punktuell. Wenn du mit dem Kopf triffst, dann ist die halt wirklich dann knallt sie rein. Strong, ey. Alles klar. Also Dropper, Mac 7, damals mit Gobelante, der hat die, sag ich mal, so ein bisschen revolutioniert. Boah, Mann, ey, und Jame, Mann, der kann mich auch mal revolutionieren. Ist der krass. Ich habe nicht drüber nachgedacht, was ich gesagt habe, aber ich möchte jetzt auch nicht weiter ausführen. Ist okay. Okay. 1-1 Trades to Pre und Magisk. Jetzt noch um 2-5. Das hat keiner verstanden. Alles gut. Jetzt eine Swag 7 bei Magisk senden, ey. Boah. Das wäre schon Premium. Aber sie können das so gut, ne? Dieses abwartende Spiel gegen Pusher. Hallo, Kickert, nee. Danke. Basta hat mir aber auch sehr, sehr das Leben gerettet gerade. 10-10. 10-10, mein Freund. So sieht das aus. 10-10. Swag 7, ja, tatsächlich ist es ja die Mac 7. Aber jeder, ich weiß nicht, irgendwie jeder in meinem Freundeskreis nennt sich Swag 7. So. Auch wenn mich das Match nicht wirklich interessiert, schaue ich allein schon wegen dem so geilen Cast zu. Vielen, vielen Dank für diese netten Worte. SXC Kulele.
freuen wir uns natürlich sehr drüber, wirklich. Vielen, vielen Dank. Ja. Immer wieder schön zu hören. Auch immer wieder einige, die im Chat schreiben, so interessiere mich eigentlich gar nicht so für CS, aber ich schaue einfach, weil ihr so geil hypt. Das also, sind so die Nachrichten für dich toll. Also Spargoseide. Ja. Und das freut mich auch, dass wir so verschiedene Car-Stile haben. Also wenn euch vielleicht hier auch dieser recht alberne Hype-Stil nicht so zusagt, gibt es natürlich auch andere Caster bei uns, zum Beispiel Herr Czinski, der eher so einen analytischen Part macht. Also immer wieder gerne einschalten. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, oben gerne aufs Herzchen drücken, dann verpasst ihr auch keinen Cast hier auf diesem Kanal. Dupree, der verpasst eventuell einen Frag, ja, gegen Jekinda. Ja, zumindest ein 1-1 noch ausgeholt. Glaive nach vorne, stellt sich genau so hin, dass ihn der Elektrokasten noch von der Main zumindest deckt und er nicht direkt sichtbar ist. Die Smoke hilft natürlich noch aus und Jame, der ist wichtig und den macht er gegen Magisk. Ja, wieder einmal. Die AOG natürlich in seinen Händen auch gerade wirklich ein Instrument des Todes, des Zorns. Device jetzt nochmal auf der Suche mit der AWP. Könnte jetzt eventuell den Spieler hier rausnehmen, aber hat sich nicht weit genug vorgetraut. Dementsprechend Buster natürlich mit der Grundlinie erstmal vereint. Und da braucht man jetzt ein passendes Timing auf beiden Seiten für beide Teams. Ja, Device wartet ab. Der Push muss natürlich von Virtus Pro kommen. Das ist das Problem der T-Seite, dass sie halt diese Aktivierung setzen müssen. Glaive, das wäre natürlich gut für Jame gewesen, zumindest Schaden zu machen. So hat Glaive völlig ohne irgendwas zu verlieren diesen Move machen können und er hat die Bombe. Das wollte ich gerade sagen, die Bombe tut weh. Buster jetzt von der Seite auch gegen Glaive nicht gefunden. Was macht denn Glaive da? Survival-König vorm Herrn, aber trotzdem Quick-Up mit dem nächsten Break. Die weiß immer noch auf der Suche, der nimmt den hin. Das ist ganz, ganz stark. 14 Sekunden, das wird ultra schwer für Virtus Pro. Sie müssen schnell planten, das schaffen sie zumindest. Die Weiß wird es nicht verhindern können, aber dann steht er ganz gut Richtung Ivy und Zipex ist close. Hat den Kopf gesehen, verliert aber den Fokus jetzt irgendwie. Zum Glück noch den Frag gesetzt. Alter, was ist denn mit Zipex los? Ey, der ist so shaky, der nächste Frag. Und jetzt muss hier Buster natürlich gegen die Weiß ran und der piekt einfach. Ganz knappe Kiste, Junge, die Weiß. Das Würstchen in die Hose gerutscht. Boah, das war ganz knapp. Er hatte eigentlich einen schönen Peak, aber war einen halben Zentimeter zu wenig rumgegangen, sonst wäre der Kopf weg gewesen. 11. Runde Astralis, 11-10. Aber was ein mega spannendes, knappes Match hier auf Train. Ja, und wieder total bitter. Ne? Astralis holt eine Runde, aber verlieren 4 Spieler. Nur eine einzige Waffe durchgebracht, zum Glück das lange Rohr. Aber grundsätzlich natürlich nicht die beste Ausgangslage. Ja, Dupree, Junge. Das ist auch richtig mad. Also, wildes Ding hier. Ed Shepard. I'm a Dille. So. Wir sind so durch. Ja. Das ist Wahnsinn. Wir sind gar. Wir sind jetzt sehr, sehr gar. Ja, also. 10. Runde. Segar wäre auch eine sehr schöner Partner, muss ich sagen, aber ist was anderes. Cringe 2021, das schreibt man doch nicht mehr. Mensch. I love to be cringe. Wird auch noch ein T-Shirt rauskommen. Also, Venom TV, I love to be cringe. Von daher, lasst euch nicht wegcringen, sondern seid cringe, macht mehr Spaß. Seid cringe, habt Spaß. Auch ein guter Spruch. Ihr Kinder. Pusht relativ weit, versucht Richtung Ivy zu kommen, hat aber gesteppt. Hat man es gehört, ist die große Frage. Scheinbar nicht. Jekinda, Nummer 1. Zweiten kriegt er nicht. Hat er zu lange gebraucht für den ersten. Device natürlich instant mit dem Refrag. Trotzdem die AWP jetzt nochmal bekannt. Und das ist natürlich auch an anderen Händen. Maciejski sucht es hier nochmal mit dem nächsten Frag. Das schafft er perfekt. Meine Güte. Wichtiger Kill. Damit der Vorteil. Aber direkt zerstört. Quicker, der trifft aus dem Pop-Talk heraus. 3-3. Es ist einfach knapp. Es ist einfach spannend. Jeder Frag wird mit Refrag bestraft. Beziehungsweise halt belohnt auf einem Peak. Und es ist noch sehr, sehr schwer für Virtus Pro irgendwo hinzukommen. Ja, mega schwer. Aber trotzdem, das ist auch etwas, was Virtus Pro sehr gut kann. Gut koordinieren, miteinander reden, was besprechen. Sie stellen Buster jetzt auf diesem Spot natürlich ab, um schlussendlich das Ganze nochmal ein bisschen rüber zu lenken, zu verlagern das Spiel. Magisk hat jetzt eine Info bekommen, die eventuell sogar Astralis selber in den Rücken sticht. Denn damit wird jetzt Virtus Pro auf den Spot explodieren und damit ist der Bombplant eigentlich schon safe. Ja, sollte eigentlich safe sein. Man geht nochmal zurück, möchte jetzt Richtung A gehen, weil Buster so weit durch ist, weil er so viel Info geholt hat. Und das gut gespielt. Ich find's gut. Find's auch gut. Ultra, Alter. Ja, ich bin nice. Hin und weg und du hast es perfekt analysiert. Dementsprechend brauche ich nichts mehr hinzuzufügen. Magisk aber jetzt hier mit einem sehr, sehr guten Timing könnte eventuell den Spieler da erwischen. Und Buster muss aufpassen. Ja. Jetzt wird er natürlich bestraft. Ganz und den Planter. Und den Planter. Und dann wird man für so einen Move noch echt bestraft. 1-2 Kickert. Machbar.
Zwölfter Zähler. Astralis holt die Wichtigen. Astralis holt hier gerade die Wichtigen, auch wenn es nochmal 800 extra Dollar für das Team von Virtus Pro gibt und sie auch mehr als genug Geld haben, um sich nochmal auszustatten. Astralis holt die wichtigen Runden. Der einzige Nachteil, und das ist es, sie verlieren extrem viele Waffen und vor allen Dingen verlieren sie ihren Loser-Bonus dadurch, dass sie Folgerunden holen. Bedeutet, wenn Virtus Pro jetzt gleich eine Runde gewinnt, ist Astralis auf Zero. 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 Sehen wir es gleich, ja. Schade, Mann. Quick hat auch da natürlich wenig Chance gehabt. Und man muss sagen, die Runde war clever gespielt und auch so ein bisschen durch Timing-Glück von Astralis gewonnen, dass man zwei Frags absolut for free bekommt. Da wird komplett gefeiert. 12 zu 10, das Game ist noch nicht gewonnen für keins der beiden Teams. Das sieht so aus wie dieser polnische Fan. Wahrscheinlich Wohnung wurde geräumt. Ja, nur noch einer übrig. Geht alleine weiter. Also, Freunde, auf geht's, ab geht's, rein in die Figur. 12 zu 10, der Spielstand. Und Astralis, ah, wenn sie die Runde jetzt auch nochmal sichern, dann können sie Virtus Pro mittlerweile so ein bisschen das Geld aus der Tasche nehmen. Aber die haben immer noch genug Puffer, um auch nächstes sich zu equippen. Ja, das ist schon gut, wenn man so viel Geld hat. Das gibt einem schon eine gewisse Sicherheit. Vor allem, wenn man zurückliegt auf der T-Seite. Sipex will den Push machen. Der hat heute einen schweren Tag. Den bekommt er leider auch nicht, aber viel Schaden gegen Buster zumindest. Nochmal Schaden genommen durch den Drop. 41 HP übrig. Ja, Step by Step. Also hier wirklich mit einem einzigen Kontakt instant den Aufbau von Virtus Pro sofort entschleunigt, so die Luft rausgenommen. Die Kohle aus dem Ofen. Und jetzt müssen sie... Ah, James, das ist der billigste Fake des Universums. Aber er geht auf, weil trotzdem noch 200 Leute da stehen. Wir haben außerdem den Tower verkackt. Dieser Step war nicht geplant. Ja, die Weiß macht normalerweise diese Frags. Wenn er hier jetzt nicht geflasht wird oder so, müsste er den Peak gewinnen. Quickert wird abgesmoked, kann auch nicht mehr viel dagegen tun. Jetzt kommt die Smoke, um aus großer Rampe rauszupushen und die Weiß hat den Arm gesehen. Er kann ansagen, mindestens einer da. Ja, und die Granaten, die implizieren natürlich auch noch bei weitem mehr Mannstärke, die sich da auf den Spot wiederfindet. Und man schafft es vielleicht, die Bombe zu planten. Ja, HE-Granate kommt Dupree. Wirft er jetzt nochmal? Nein, sie kommt nicht an. 5 gegen 5. Ja, Glaive kommt nochmal rum, aber Quickhead ist da. 1 für 1 straight zu wenig. Sipex macht den Refrag. Und trotzdem steht Virtus Pro ganz gut in dieser Runde. Also Astralis muss aufpassen. Der Retake nicht so leicht zu koordinieren. Jetzt geht's auf reinen Individualskill und es sieht so aus, als würde Astralis hier wirklich sich aus der Affäre ziehen. Echt? Die sagen ganz klar, weißt du was, ihr steht sehr gut, wir haben keine Granaten mehr vernünftig zu retaken, wir nehmen die vier Waffen mit. Und das ist wirklich eine Entscheidung, muss man sagen, Weltklasse. Also ganz, ganz bitter, weil sie wissen natürlich auch, dass sie keinen Puffer mehr haben, um nächste Runde zu kaufen. Sie würden in eine Doppel-Eco fallen. Schwere Entscheidung, aber richtige Entscheidung. Absolut, das ist so ein Move, wo man wirklich sagen muss, Hut ab, die Kontrolle zu haben und auch diesen Überblick natürlich zu haben, weil das ist ein schwerer Call, in einem 4 gegen 4 so einen Retake komplett aufzugeben, weil sie führen jetzt nicht so komfortabel, dass man sagen könnte, ja, also ein, zwei Runden verlieren, gar kein Problem. Keine Frage, wie wir es eben auch gesagt haben, wir hatten ja diesen Folgerunde angesprochen, dadurch verliert man natürlich auch den eigenen Loser-Bonus und hat auch vor allen Dingen die ganzen Runden einmal nur mit einem überlebt, einmal mit zwei überlebt, das ist natürlich eine schlechte Ausgangslage. Bedeutet trotzdem, wenn Astralis diese jetzt hier auch verliert, dann ist Zappenduster. Dann steht Virtus Pro mit 12 Runden gleich auf und hat noch mindestens eine Eco, die sie eigentlich dann zertrümmern sollten. Also, ihr Kinder, wieder mit dem Push. Mittlerweile wird sogar gegengemollied, damit eben ihr Kinder nicht so viel pusht und Glaive bestraft ist. Auch wenn er viel Schaden kassiert, er hat den Kill. 1-0 für Astralis und Virtus Pro kommt nicht raus. Also, ihr Kinder, immer wieder unglaublich aggressiv. Dieses Mal hat sich's nicht ausgezahlt. Und hat vor allen Dingen immer noch eine AK, geht natürlich jetzt selber proaktiv aufs Gesicht, möchte ein gutes Timing erwischen. Also, da jetzt irgendwo passiv stehen zu bleiben, macht gar keinen Sinn. Du bist gegen Granaten anfällig und bist natürlich auch ein leichtes Ziel. Das heißt, er versucht natürlich jetzt eine High-Risk- Situation zu bespielen, selber aufs Gesicht zu gehen, um mit dieser Waffe noch das Maximale rauszuholen. Oh, und jetzt weiß man, wo er ist. Ja, Jame hat mit der AWP natürlich auch kein leichtes Spiel. Er muss schauen, dass er diesen Peak setzt. Der weiß nicht genau, wo sie abaimen. Da könnte jemand im Connector stehen, es könnte jemand am Poller stehen. Also die Möglichkeiten sind vielfältig. Die Weiß mit dem nächsten Kill. Zum Glück Buster mit dem Refrag, aber der Vorteil von Astral ist weiterhin gegeben und Buster holt keinen zweiten. Ja, mit Jisk sofort das Ganze natürlich gut durchschaut. Sanji alleine gegen vier und das sieht sehr gut aus, wie das Team von Astral ist, vor allen Dingen mal mit mehr als nur einem Mann hier zu überleben. Und das schaffen sie. Vier Mann überleben. Stark, Mann. Astral ist. Das ganz könnte wichtig. Die Map sein. Ja, ganz wichtig. Das könnte tatsächlich ausschlaggebend sein, aber das Geld ist zumindest noch gut bei Virtus Pro, was wir ja vorhin schon mal erwähnt hatten, dass sie da wirklich ein gutes Polster aufgebaut haben, weiter mitkaufen können, weiter Druck machen können.
und Astralis hier zumindest die Sache zu erschweren, in die dritte Map zu kommen. Die dritte Map wäre dann Inferno. Die knappe 50-50 Map, und da ist der polnische Fanclub wieder, also doch nicht alleine. Inferno. Also, 13 zu 11. Wir gehen in die 25. Runde. Und eventuell wird es das erste 2-1 für René. Also, erste 2-1, was er hier in der IEM Katowice 2021 castet. Plus Play-ins. Plus Play-ins, also wild. René ist seit 2 Wochen nicht mehr in dem 3-Mapper drin. Muss man sich mal vorstellen. Dafür hatte ich CS Summit 8 von 8 3-Mapper. Ja. Also habe ich wieder ausgeglichen jetzt. 15 von 8 Overtimes. Boah, weiß ich nicht mehr. So viel war es nicht. Overtime-Play, kennen wir doch. Stimmt. Vermisse ich auch seit einer Weile schon wieder. Overtime ist irgendwie, weiß nicht. Overtimes vermissen, ey. Manchmal. Aber nur manchmal. So, Bilareti, der ist zu teuer, der war eben schon da. Trotzdem natürlich so ein kleiner Sneaky Peek. Magisk, der Däne auch hier wieder stark gegen das Team von Virtus Pro. Das muss reichen. Mehr gibt's nicht. Ah, das ist gut, das ist sehr gut. Zwei sehr saubere Einzel-Entries. Jetzt nochmal der Kontakt. Glaive zieht sich zurück, möchte da jetzt nicht for free sterben, möchte jetzt hier natürlich nicht Einzelaktionen forcieren. Und wenn Astralis die Runde noch holt, dann hat man schon ein gewisses Standing, und die Masterplay-Theorie besagt, dass Astralis die Map auch sicher holt. Also von daher, Blicken wir drauf. Basta auf jeden Fall auf einer guten Position, aber es sind immer noch 4 Spieler, vor allen Dingen auch dieser Pop-Dog-Spieler. Kann jetzt unglaublich unangenehm noch sein. Von der Seite könnte er ihn abfrühstücken und er sieht ihn, Ansage ist da. Und Zipex, was ist denn mit dem Kerl los heute auf Train? Das ist echt dramatisch. Also es ist wirklich dramatisch. Es geht nicht rein bei ihm. 3 Sekunden, die Runde ist vorbei. Jetzt müssen alle überleben. Auf keinen Fall nach der Zeit sterben. Aber durch die 3 gesaveten Waffen kann man zumindest noch einen weiteren Fullball spielen. Die Kinder kann selber kaufen und Sanji, keine Ahnung, kriegt einen Galil oder so. Ja, aber ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Also wie soll Virtus Pro da jetzt nochmal zurückkommen? Klar, wenn sie die Runde jetzt nochmal holen. Aber man hat bei Virtus Pro jetzt einfach auch, bei Astralis zu viele Waffen wieder durchgebaut. Das heißt, es ist ein gewisser Puffer da. Klar, wenn wir das Ganze mal durchspielen, Virtus Pro holt die Runde, holt die nächste Runde, dann ist Astralis broke. Man steht mit 13 zu 14 gegenüber, hast eine Eco 14-14. Ja, Virtus Pro braucht jetzt einfach beide Runden in Folge. Punkt aus Ende, was anderes braucht man gar nicht mehr zu diskutieren. Ja, wir schauen die Runde nochmal drauf, was die Quoten sagen. 1,87, 1,91. Währenddessen macht Jame den ersten Kill hier im Pop-Dog. Wird dann zwar weggemollied, aber zumindest dieses 1 für 0 hat er rausgeholt. Ja, und es ist ja auch wichtig. Astral ist das letzte europäische Team in der IEM Katowice 2021. Und wir dürfen natürlich nicht schlechter als die NA-Boys sein. Ne? Also das ist natürlich ganz wichtig. CIS, die dürfen heute mal punkten, aber NA, das muss noch geschlagen werden morgen. Sipex schleicht ran an den Bomb-Spot, kriegt zumindest mal einen, auch nicht ganz so solide wie er hofft, aber er hat ihn zumindest, versucht sich da jetzt irgendwie rauszuhüpfen, so ein bisschen unentdeckt zu bleiben, und er ist weggekommen. Ah, 4 gegen 4, also Virtus Pro hat die Bombe immer noch geplantet, man hat natürlich die Zeit, die bei Astralis tickt, die müssen nach vorne kommen, man versucht es, Magisk mit dem ganz Wichtigen. Ja, Magisk und Glaive arbeiten gut zusammen, Sipex mit dem Molotov nochmal erfolgreich, aber man kann die Bombe von 2 Seiten abaimen, sowohl Buster als auch Sanji haben eine gute Position, und da geht der Shot durch, das dürfte es gewesen sein, Virtus Pro mit Runde Nummer 12. Aber sie bringen 2 Waffen durch, das heißt eine AK-47 und eine AWP kann man hier nochmal in dieser Gunst der Stunde mitnehmen. Eventuell geht man da sogar nochmal auf eine zweite AWP. Magisk geht, glaube ich, nochmal auf die Suche. Ah, ne. Also, da muss man sich mit einer AK und einer AWP begnügen. Trotzdem keine chancenlose Runde für das Team von Astralis, aber die darfst du jetzt trotzdem nicht verlieren, diese zweite. Ja, mal sehen, ob Astralis hier jetzt nochmal genügend Zaster hat. Sie haben einige in Folge geholt. Ich glaube, es müsste reichen. Ich habe aber nicht extra darauf geachtet. Schauen wir jetzt gleich mal. So, die Odds sind zeitverzögert um 1 bis 2 Runden. Also es ist automatisch immer ein Spoiler, wenn ihr die zeigt in spannenden Phasen. Gut zu wissen. Aber nee, ist ja immer gut zu wissen. Vielen Dank. Wir versuchen die eigentlich immer am Anfang der Halbzeiten zu zeigen, aber zwischendurch ist es einfach mal gut eingestreut. Aber danke für dieses Feedback. Virtus Pro mit dem Timeout. Und diese Runde ist die Runde des Schicksals. Die Runde des Schicksals. Dramatisch. Ja. CIS or Europe. Ja, der Gewinner dieser Partie wird morgen gegen Team Liquid im Halbfinale ran müssen. Virtus Pro würde diese Map reichen. Astralis müsste sich Train sichern und danach noch auf Inferno
ebenso gegen das Team von VP punkten. Wird nicht leicht und danke an Lord Pitto. Hey, der Pitto. Vielen Dank für den Prime Start, mein Lieber. Ja. Jetzt also mal schauen, ob man da durchkommen kann, wenn Virtus Pro die Runde holt. Astral ist das Geld nicht mehr am Start und Duprimus schauen. Dieser Sneak nach oben. Dieser Sneak, wenn der Timing technisch passt, ist das wahnsinnig viel wert. Und dann will man einfach raus. Schneller Bego. Ah, Jekinda, der Entry-Fragger des Universums am heutigen Tag, aber wird von Glaive rausgenommen. Und wenn der kein Entry gemacht hat, ist die Runde fast schon immer weg. Trotzdem 4 gegen 5, super viel Damage. Das wird nicht leicht für das Team von Virtus Pro. Krasser Bombplant von Jame, da sehr offen geplantet, weil er eben die Zeit hatte, sich dafür diesen Fokus zu halten. Aber trotzdem zu viele Einzelfrags, Sanji und Quickheart im 2 gegen 5. Ja, also Sanji muss jetzt komplett durchdrehen. Also wenn der das wirklich noch schafft, dann wäre es hier wirklich eine absolute Wildheit. Also fast so wild wie Marvin, aber nein, Majisk hat's auf dem Schirm. Das ist Weltklasse. Ja. Das ist Weltklasse. 15 zu 12. Ab jetzt heißt es Virtus Pro mit 3 Runden in Folge. Oder Astralis bringt uns hier Map Nummer 3, bringt uns die Inferno für heute Abend noch. Ja, also eigentlich ist das für mich jetzt auch schon gegessen. Virtus Pro vor allen Dingen auch mit relativ wenig Geld hier in dieser letzten Runde. Eventuell letzten Runde, entschuldigt bitte. Da war der Jinx. Von daher schwierig. Aber manchmal sind es genau die Runden, wo man nicht viel zu verlieren hat. Die funktionieren. So, also ja, das Geld ist halt auch echt dramatisch von Virtus Pro. Wir haben 4 Pistols, eine Galile und der erste Frag geht an Dupree komplett for free gegen Jekinda. Ja, also das ist auf jeden Fall... Sieht schon sehr, sehr gut aus für das Team von Astralis, hier auf die dritte und entscheidende Karte zu gehen. Virtus Pro müsste jetzt hier das Ganze nochmal rumdrehen. Und der erste Duell, uiuiui, Dupree vielleicht mit der... Oh Gott, das will denn Jay mit der Möglichkeit. So. Ja, bekommt eventuell die AK noch, aber trotzdem ist Astralis noch in einer ganz guten Positionierung, um das Ganze aufzuhalten. Buster möchte einen Doppeldrop machen scheinbar im Pop-Talk. Jetzt funktioniert das nicht mehr so richtig, weil man sich auf jeden Fall schon gehört hat. Ja, runtergedroppt, Beine gebrochen, Smoke hingesetzt und damit auf jeden Fall beste Ausgangslage, diesen unteren Bereich für sich zu erschließen, wenn jetzt nicht noch irgendeine Molotov kommt. Aber wir sehen es nur, Sipex hat noch Damage-Granaten und der ist ein bisschen weiter weg. Ja, 45 Sekunden. Also das ist eine Runde jetzt mit den beiden gesaveten Waffen oder mit den beiden Waffen, die man dabei hat, die durchaus machbar ist. Und Astralis muss aufpassen, dass ihnen so eine Runde nicht passiert. Dass Virtus Pro nicht doch noch auf eine Overtime kommt. Majisk hat den Frag gegen Sanji, der war wichtig. Ja, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Astralis das hier nochmal abgibt. Aber Quickheart bekommt selbst den Headshot. Jame und Quickheart zusammen mit 26 HP zugegen. Buster mit 95. Man rotiert jetzt nochmal auf den B-Spot. Sipex muss es sein und der wird es wahrscheinlich auch haben können. Ja, steht da super. Die Flashbang kommt, aber Sipex ist blind. Hat trotzdem einen 1 für 1 Trade. Bombe kann aber gelegt werden und müsste auch sicher draufgehen auf den Bombspot. Dementsprechend ein 2 gegen 2. AK und Galil gegen AK und M4. Ja, das ist machbar wieder. Also da bin ich jetzt doch mal ein bisschen geschockt, muss ich sagen, dass Sipex nur in Anführungszeichen einen Spieler holt. Wollte natürlich sehr aktiv dran gegengehen. Hat auch versucht, nochmal den Frag herauszunehmen. Und das hier ist natürlich der Right Eye Peak Device mit dem ersten Wicht. Ja, Buster wird gesehen. Buster wird gemacht. Und damit Astralis mit 16 zu 12. Wir sehen die Overtime nicht, sondern wir sehen eine ganze dritte Map. DE Inferno wird es sein als Decider zwischen Virtus Pro und Astral. Ja, DE Inferno auch gerne mal so langsam gespielt, dass es eine Overtime ähnelt. Von